Ja, was Ben hier sagen möchte, ist, dass er da drüben, da wo er hinzeigt, hergekommen ist. Und diese beiden Stahlträger in der Bildmitte ungefähr, das ist die Brücke, bei der ich übernachtet habe und eben von hinten vom Berge. Da komme ich her und bin jetzt ein kleines Stückchen weitergelaufen. Und es ist gerade so windig, dass man mich nicht versteht. Deshalb habe ich das jetzt nachträglich vertont. Das ist, glaube ich, der Sache etwas zuträglicher. Ja, und da drüben auf dem nächsten Berg, da muss ich jetzt entsprechend hoch. Sonst ist hierzu nicht mehr viel hinzuzufügen. Ja, das war ja zu erwarten. Dieses kleine Gebüsch hier, in der ja sonst etwas weniger war natürlich der Rückzugsort für zwei Schneehühner. Ungefähr da haben sie sich verkrochen. Und die habe ich jetzt gestört. Was aber toll war. Also Tierbeobachtungen sind definitiv das Salz in der Suppe, wenn man hier unterwegs ist. Das ist großartig, wenn man die Viecher dann denen auch so nahe kommt, bis sie abhauen und dann protestieren. Das ist wirklich das Salz in der Suppe. Ich erzähle nachher, wenn ich nicht im Wind stehe, noch ein bisschen was zu den Tieren. Also das hier ist eine Landschaft, in der kann man A. einsam verzweifeln oder B. einfach nur begeistert sein. Von dieser Weite. Und man kann da überall hinlaufen. Und da hinten, da war ich schon. Ah, herrlich. Und dieser Wind, ja, der stört beim Filmen, aber der ist großartig. Bessere Luft atmen geht nicht. Und dahinter haben wir die Schutzhütte. Und dahinter auf dem Bergkamm ist dann das Etappenziel der ersten Etappe. Wie es in meinem Buch steht, die nächste Fjellstation. Da kann man dann auch übernachten, wenn man kein Zelt dabei hat. Die Langweiliger ohne Zelt. Ah, Eiszeit! Eiszeit! Ja, abgesehen davon, dass ich nicht in der Eis stehen würde, aber sonst Eiszeit! Ja, ich suche noch nach Möglichkeiten, meine Kamera vernünftig aufzustellen. So ist es jedenfalls suboptimal. Jo, jetzt bin ich erfolgreich in der Rasthütte angekommen. Ich muss sagen, das ist natürlich großartig und in keinster Weise mit den kleinen Hütten, die wir im Wald, in Deutschland als Schutzhütte rumstehen haben, zu vergleichen, weil A, dieses Ding hat eine Tür, es hat sogar zwei Türen. Tada! Also einen Außen- und einen Innenbereich. Es gibt hier nicht wirkliche, naja, man kann auch drauf sitzen, wie man sieht, bei diesen Sitzbänken, aber in erster Linie sind das erstmal Pritschen, auf denen man auch wunderbar übernachten könnte. Also die sind nicht so schmal wie reine Sitzbänke. Der Haken ist, dass man hier halt eben keine Möglichkeit hat, sich mit dem Rücken nennenswert irgendwo anzulehnen. Das wäre natürlich ganz komfortabel. Es ist bei mir grundsätzlich so ein generelles Problem, wenn ich auf Tour bin, dass ich einfach als Couch-Potato mehr oder weniger groß geworden bin und es mir unglaublich fehlt, eine Rückenlehne zu haben, einen Sitz mit Rückenlehne. Das hier ist nicht wirklich eine Option. Ja, da hockst du ja da wieder auf dem Schleifstein. Und nein, das heißt, es hilft nichts. Ich muss meine Arme. Beanspruchte Rückenmuskulatur noch mehr beanspruchen und halt dann eben in solchen Situationen aufrecht da sitzen. Jetzt könnte man sich natürlich noch den Rucksack in den Rücken schmeißen und den dann als Rückenlehne verwenden. Da gäbe es dann schon noch Möglichkeiten. Oder man lehnt sich an die Wand am Fenster. Die Option gäbe es auch noch. Ja, aber das Großartige an diesen Hütten ist halt ein Dach über dem Kopf, weil man will einfach keine Pause machen, wenn es hier draußen kübelt wie aus Eimern. Das macht dann keinen Spaß, sich irgendwo hinzuhocken. Dann stapft man halt wieder Zombie weiter durch die Gegend in der Hoffnung, dass man dann halt irgendwann mal wieder mal sein Zelt aufbauen kann oder wenigstens halbwegs aus dem Regen rauskommt. Und da sind diese Hütten einfach ein Segen. Das ist ein solcher Luxus. Also da muss ich sagen, das ist schon krass toll mit diesen Hütten. Drei Leute haben auf diesen Pritschen hier locker Platz zum Pennen. Ein vierter passt problemlos auf den Boden, eigentlich auch noch ein fünfter, wenn man das dann möchte. Und draußen in den Vorraum kann auch noch ein bis zwei Leute
gelegt werden, die dann auch immerhin im Trockenen sind. Im Warmen muss ja gar nicht, man hat ja immer einen Schlafsack, aber zumindest mal im Trockenen. Ja, und die Krönung des Ganzen ist, dass es hier eben sogar ein kleines Öflein gibt. Und im Vorraum liegt noch ein bisschen Holz, viel ist es nicht, aber ist auf jeden Fall noch was da. Das würde reichen, um ja, sich notfalls jetzt hier auch noch mal ein heißes Süppchen zuzubereiten oder ja, sich halt aufzuwärmen, wenn es draußen so richtig knallekalt sein sollte. Die Hütten sind natürlich auch für den Winter gedacht und dann ist die Sache mit dem Ofen natürlich noch mal ein ganz anderes Thema. Weswegen jetzt natürlich auch nur noch wenig Holz da ist, weil ich befinde mich ja völlig außerhalb der Saison. Die Fjällstation, zu der ich gleich kommen werde, oh, das sieht toll aus da draußen, ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls unbesetzt, genau wie die erste, ganz am Beginn der ganzen Tour. Da war ja auch kein Mensch anzutreffen, bis auf der zweite Wanderer, der da gerade seinen Rucksack irgendwie ummodelliert hat. Und jetzt bin ich doch sehr gespannt, was ich da vorfinden werde. Weil theoretisch sollen diese großen Dinger, ich war noch nie bei so einer großen Station außerhalb der Saison, sollen diese großen Dinger für die Zeit eben außerhalb der Saison einen Notschutzraum haben. Da kostet es dann auch Geld zu übernachten, aber das basiert halt eben auf dem ja, guten Willen desjenigen, der da dann pennt, dass er dann auch wirklich was zahlt, weil zwingen kann einen irgendwo keiner. Überwachungskameras habe ich da nicht aufgestellt. Da muss man dann halt einfach eben ehrlich sein, aber das System funktioniert auch. Mit Ehrlichkeit kommt man sehr, 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 sehr weit hier oben. Ja, das ist generell Verbrechensrate in Schweden ist hier quasi nicht existent. Hier oben. Da kann man seinen Rucksack auch am Wegesrand liegen lassen, 3 Tage lang verschwinden, wiederkommen und der Rucksack mit Ausrüstung im Wert von ein paar tausend Euro ist noch da. Also, das ist überhaupt kein Problem hierzulande. Ja, also diese Hütten, ungefähr genauso großartig habe ich mir die vorgestellt. Ich habe das ja auch schon vorher auf YouTube schon mal verfolgt, wie die eventuell aussehen könnten und naja, das ist natürlich super. Man hat die prima Gelegenheit dann nochmal Etappenplanung zu machen, Kartenarbeit. Ja, aber viel länger werde ich mich hier jetzt auch nicht aufhalten. Ich sitze hier auch schon ein Weilchen. Man muss hier einfach Pause machen. Ob man eine braucht oder nicht, spielt keine Rolle. Man muss hier Pause machen. Allein schon, was das Ding gibt, das muss ja genutzt werden. Natürlich habe ich jetzt nichts verdreckt und alles schön. Werde genauso wieder alles verlassen, wie ich es vorgefunden habe. Da draußen im Vorraum gibt es wohl scheinbar auch die Möglichkeit, traditionell irgendwelche Sachen dazulassen, die man nicht mehr braucht oder die vielleicht verloren gegangen sind. Ich weiß es nicht, aber man kann da, wenn man Glück hat, tatsächlich noch wesentliche, wichtige Ausrüstungsgegenstände finden. Zum Beispiel habe ich noch eine halbe Flasche, also sowas hier, an Wasser gefunden. Weiß nicht, ob das so wirklich lecker ist, aber bevor man überhaupt nichts mehr zu trinken findet, der nächste Bass sollte aber nicht allzu weit weg sein. Und sonst gibt es noch eine leere Cola-Dose und was war es noch? Irgend so eine, ich weiß nicht, was das ist, ein Deo-Duschgel, irgendwie sowas. Und 2 leere Kaffeebecher aus Papp. Das ist doch immerhin auch was. So survival-technisch. Ich habe hier in meinem Wasser Eisteepulver, habe ich mir noch gekauft in dem Supermarkt bei Storlien. Und versucht das jetzt so schnell wie möglich aufzubrauchen, dass ich dann nur noch am Wassersaufen bin, weil das wiegt natürlich auch was. Und alles, was ich mir jetzt noch an Zusatzgewicht unbedingt noch der Meinung gewesen bin, kaufen zu müssen, muss jetzt als erstes weg. Deshalb habe ich auch kein reguläres Frühstück gehabt heute Morgen, sondern habe noch zwei belegte, ja, 2 Brötchen mit diesem Schinkenrost. Schinkenrost heißt das. Mir vollgeschmiert und hab das gegessen und dazu noch einen Müsli-Riegel. Ja, hat jetzt auch mal gereicht. Ab morgen früh gibt es dann reguläres Frühstück. Das muss ja auch weg. Muss Gewicht sparen. Freue mich schon jedes Mal auf die Mahlzeit aus 2 Gründen. Erstens, man hat ja meistens schon irgendwo Hunger. Zweitens, man kriegt noch ein bisschen Rucksackgewicht runter. So nach und nach und nach. Wenn da gar nichts mehr zu fressen drin wäre, dann hätte er, glaube ich, noch 15 Kilo oder was. Oder noch weniger. Das ist nix. Verglichen mit dem, was ich momentan mit mir rumschleppe. Okay, weiter geht's dann gleich. So, kleines Update. Bin jetzt gleich in der Hütte angekommen.
am Berghotel. Und so sieht es jetzt inzwischen aus. Also ich bin jetzt hier, viel höher geht's nicht mehr. Also das ist jetzt hier schon absolute Bergtundra. Überhaupt keine Gehölze mehr. Jetzt haben wir nur noch Gräser als Vegetation. Immerhin gibt es die noch. Und der nächste Stand wäre dann wirklich, das ist, so hoch komme ich jetzt hier aber nicht mehr, nur noch Flechten gibt auf den Steinen und sonst überhaupt kein Leben mehr. Das wäre dann wahrscheinlich da drüben auf dem Gipfel so langsam erreicht. Jetzt meine ich dann noch ein bisschen Gräser erkennen zu können. Aber ja, hier sind wir jetzt jedenfalls definitiv in einem, na sagen wir mal, nicht so lebensfreundlichen Umfeld. Und ich mache mal ein paar Schritte mit Kamera, damit man mal ein bisschen sehen kann, wie hier eigentlich der Weg so aussieht. Das ist jetzt hier gerade eine ganz angenehme Passage. Hier kommt man jetzt ganz gut durch. Also gerade optimale Wegbedingungen. Ja, doch, das ist schon ziemlich zu den Besten gehörend, was ich bisher so an Weg vorgefunden habe. Das Vögelchen hier ist eine Schneeammer und jetzt noch ein wesentlicher Hinweis, bevor ich dazu 20 Kommentare bekomme. Ich weiß, es ist lieb gemein, wenn ihr mich darauf hinweist, dass ich doch einen Spülschwamm oder ähnliches an meiner Kamera befestigen soll, damit die Windgeräusche deutlich reduziert werden. Leider funktioniert das mit meiner Kamera nicht. Ich weiß nicht, wie die den Ton aufnimmt, aber sie hat keine sichtbare Mikrofonöffnung am Gehäuse, die ich irgendwie mit einem Schwamm abkleben könnte. Deswegen, das hat nicht funktioniert. Ich habe es vor der Tour schon durchaus versucht. Davon abgesehen, das ist alles jetzt eh schon gedreht und ein Hinweis in die Richtung jetzt ändert nichts daran, dass wir die gesamte Tour über immer mal wieder ordentlich Windgeräusche drin haben werden. Ich fürchte, das ist nicht mehr zu ändern und damit werdet ihr dann in irgendeiner Form leben müssen. Aber trotzdem vielen Dank für die vielen Hinweise eben mit dem Schwamm. Ich wusste es ja zunächst mal wirklich nicht und inzwischen weiß ich ganz genau Bescheid, wie das funktioniert, nur halt eben leider nicht bei meinem Kameramodell. Also, Dankeschön.